Hey Kids, das Klima ist echt wichtig, denn sonst knallt's hier bald richtig. Doch jetzt haben wir sie ja endlich, die Bundesumweltministerin Frau Hendricks. Yo. Die Umweltministerin gilt als die unbekannteste Ministerin im aktuellen Kabinett. Das wollen wir ändern und Frau Hendricks und ihre Kampagne heute mal vorstellen. Hendricks oder Hendricks? Hendricks. Hendricks. Wissen Sie, wie die Bundesumweltministerin heißt? Nee. Nee. Nee, die fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Nee. Wissen Sie, wie die Bundesumweltministerin heißt? Weißt du das? Von der Leyen. Ich mach's einfacher. Gibt es eine Bundesumweltministerin? Das ist auch eine gute Frage. Ich mach's noch einfacher. Gibt es eine Umwelt? Ja. Gut, haben wir's. Was muss diese Frau machen, damit die wieder ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt? Ja, was man halt so tun kann als Frau. Ja. Die ist 0815, sagen wir ja. So. 0815-Typ. Wie kann man's ändern? Das kann man ändern, indem man erstmal die Haare anders macht, auf jeden Fall. Rot, grün? Nee, nicht rot, grün, ein bisschen heller und dann nicht ein bisschen stufig geschnitten, ja. Oder was? Nicht so hier, ja. So ein Schafottschnitt hier hin. Tja, auf der Straße kennt sie niemand. Höchste Zeit, dass ich sie aufsuche und Barbara Hendricks populärer mache. Hendricks? Hendricks, Barbara Hendricks populärer mache. Wie heißt sie jetzt? Barbara Hendricks. Ach, das ist die Hendricks. Das ist die Hendricks. Okay. Ministerin. Okay. Wie können wir Ihnen denn helfen, Ihre Kampagne cooler zu machen? Och, machen Sie doch einfach das Licht aus, das verbraucht so viel Energie. Oh, Sie sind aber streng. Ja, dämmt ihr es ein bisschen runter, sonst gibt's Stress. Gut. Wie ist denn der Hashtag hier heute eigentlich? Zick. Z-I-E-K. Waren die coolen Hashtags schon alle weg, oder? Ich habe keine Ahnung, wie die auf Zick gekommen sind. Das klingt wie Zickenterror. Ja. Woran liegt das, dass das Thema Klimaschutz gerade nicht so super hip ist? Ach, das ist schon super hip. Ja. Da waren doch mehrere hunderttausend Menschen in New York unterwegs. Es wäre übrigens super, wenn Sie vor jedem wichtigen Wort immer Hashtag sagen könnten. Das mache ich nicht. Hashtag Verweigerung? Was natürlich immer hilft bei einer Kampagne, ein gemeinsames Feindbild. Wir dachten an Kligesa, Klimaschützer gegen Salafisten. Ehrlich gesagt, dafür bringen wir die Leute nicht auf die Straße. Aber für positive Sachen bringen wir sie schon auf die Straße. Stell dir vor, es ist Winter und keiner geht hin. Das kann gut sein. Voriges Jahr war Winter und er kam irgendwie nicht. Mama, werden wir morgen sterben? Ja. Einfach aufrütteln. Je nachdem, wann morgen ist, dann ist es so, ja. Ja. Hey Kids, das Klima ist echt wichtig, denn sonst knallt's hier bald richtig. Doch jetzt haben wir sie ja endlich, die Bundesumweltministerin Frau Hendricks. Yo. Also wenn Sie sich noch Fragen haben, wie wir die Kampagne cooler machen würden, einfach Bescheid sagen. Ja, nochmal, Licht dimmen. Ja, jetzt mach das Licht doch mal auch runter jetzt, Kinder. Ja, war doch eigentlich ganz nett, oder? Die Hendricks. Mann, Hendricks! Ach. Naja, genau. Ja. Ja, die Zuschauer haben mittlerweile fast alle versteckten Symbole hier bei uns im neuen Studio gefunden. Illuminati, Freimaurer, Staatsfunk, ist alles dabei. Wann wollen wir denn die eigentlichen Strippenzieher bekannt geben? Was? Erst bei so vielen Abonnenten auf YouTube? Boah! Also ich würde mich ranhalten.